Herzlich willkommen zur letzten Filmkritik. Die Stimme werdet ihr kennen, wenn ihr unsere Podcasts hört, aber das Gesicht vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir machen normalerweise Audio-Podcasts auf die letzte.website. Filmkritiken zu allem, was so in Deutschland startet und manchmal auch nicht, manchmal auch auf Sundance-Festivals unterwegs. Und heute habe ich mir gedacht, mit dem Kaffeemann, der hier hinter der Kamera sitzt, wir müssen was bei YouTube machen zu Avatar The Way of Water, beziehungsweise Der Weg des Wassers. Denn dieser Film interessiert wahrscheinlich sehr viele Leute da draußen. Der erste Teil war so erfolgreich und wir brauchen neue Zuhörer. Deswegen wollen wir hier die Videooffensive starten, um euch vielleicht auch für unsere Audio-Podcasts zu begeistern. Oder Kaffeemann? Oh, howdy! Das sind Piratengeräusche. Ja. Die haben wir beim Film nicht gesehen. Nee, es ist im Prinzip wieder Avatar 1, nur mit ein bisschen mehr Wasser, kann man so sagen. Da kann man auch bei über 3 Stunden Filmlaufzeit ein bisschen durstig werden, würde ich mal so anmerken. Ja. Ne? Hungrig vor allem. Hungrig. Und damit die Zuhörer und jetzt auch Zuschauer auf den Geschmack kommen, habe ich dir schon mal was Kleines da vorbereitet. Weil ich schon erwartet hatte, dass du wahrscheinlich hungrig nach 3 Stunden und 10 Minuten aus dem Kino kommst. Abgesprochen war das nicht? Nein. Ich bleib so. Also kannst du mir mit dem Finger irgendwie zeigen, vielleicht so halb an der Kamera vorbei? Das Achtung, wir machen ein kleines Spiel. Das ist ja als Video, da muss man... Ne? Heiß und kalt, ja? Okay. Also, beweg dich mal in eine Richtung. Wärmer, warm, ja. Ich will nicht zu weit. Nee, ist noch, ja gefährlich noch, hier. Noch heißer, schon fast da. Okay. Ja, da ist er. Ja. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich heiß. Das ist dein letzter Nacho, du magst Nachos so gerne. Ich liebe Nachos. Okay. Und du weißt ja, der Kaffeemann liebt nicht nur Kaffee, sondern liebt es auch heiß und gewürzt und scharf. Vor allem scharf. Ja, war mir jetzt neu, aber du weißt ja, ich schärfe Training, ja. Ich übe ja immer schon für Hot Ones, falls ich irgendwann mal eingeladen werde, deswegen... Ich würde aber sagen, wir dürfen ja die Filmkritik jetzt nicht vergessen. Das ist wichtig. Deswegen, nur zur kleinen Stärkung, damit wir gleich einsteigen können in die Filmkritik von Avatar, The Shape of Things to Come and Water. Ja, das klingt gut. Kredenz ich dir jetzt diesen kleinen, leckeren letzten Taco-Nacho. Ich greife einfach mal zu. Bitteschön. Ich darf wirklich. Weil wir sind ja auch im Prinzip gerade erst frisch aus dem Kino gekommen. Ich bin ausgehungert wie ein, ich will sagen... Hund, weil das riecht wie Hundefutter. Also der letzte, den ich hatte, war sehr bekömmlich. Okay, also du hast ja auch hier schon... Ich habe schon ein Stück abgebissen. Geknabbert. Okay, willst du nicht schon mal anfangen, über Avatar was zu erzählen? Weil ich muss kurz nachdenken beim Essen, weil es sehr besonderer Moment für mich. Ich habe lange nichts mehr geschenkt bekommen. Ja, so fühlten wir uns ja im Kino eigentlich auch. Dieser besondere Moment, wo der Film anfängt und man sich endlich wieder nach 12, 13 Jahren auf... Du hast keinen richtigen Hunger, merke ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann, weil es ist so eine Ehre. Nee, doch. Ich glaube schon. Wie gesagt, der war sehr, sehr lecker. Okay. Also wir befinden uns wieder auf Pandora. Mhm. Und jetzt wartet man eigentlich... Wann fängt eigentlich Wasser an? Ja. Wann fängt überhaupt irgendetwas an? Mhm. Es tut mir leid, darf ich einen kurzen Moment mir nehmen? Nein. Wir wollen gleich einsteigen, so wie Jim Cameron auch sofort eingestiegen ist, in den zweiten Teil von Avatar, Pushed by Sapphire on a Novel, Water. Keine Spoiler, wir spoilern hier nicht den Film. Nein. Ja, vielleicht wird es noch eine längere Filmkritik geben auf die letzte.website, wenn ihr interessiert seid. Aber das ist erstmal ein kleiner Vorgeschmack. Okay. Und ich möchte auch von dir hören, wie diesen Vorgeschmack, vor allem von diesem kleinen Nacho gerade. Ich sag mal, gib Gas. Und top, die Wette gilt. Daniel, erinnerst du dich eigentlich noch an irgendeine spezielle Location auf Pandora? Die Welt ist ja riesig, ja? Wir haben uns erstmal im Wald befunden, im Dschungel. Und neuerdings gibt es jedes Mal eine neue Bezeichnung für jede Location, die da uns aufgezeigt wird. Was war deine Lieblingslocation? Und warum? War es etwa einer von diesen wunderschönen Stränden? War es dann doch der Dschungel? Oder waren es doch die Wolken, die Luft, die wunderschöne Flora und Fauna, die Pandora uns da in jedem Shot Jim Cameron beschert. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jim Cameron? Ach, der Nacho. Ah, fantastisch. Also diese... Ja, aber ich möchte wirklich mal wissen, Daniel,
Bleib bei mir. Was war deine Lieblingslocation? Rapid Fire Question Round. Jetzt. Lieblingslocation. Augen auf im Straßenverkehr. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe am Anfang gedacht, bei Avatar auch, beim zweiten jetzt. Ja. Vielleicht startet ein bisschen, ja, nicht so, ne? Enttäuschend erstmal im ersten Moment. Aber dann, so, der Film jetzt, nach einer Stunde etwa, kommt er ein bisschen. Was passiert denn in der ersten Stunde eigentlich? Nicht viel. Kein Wasser. Kein Wasser. Ach, im Film. Ja, im Film gibt's auch kein Wasser. Ja? Nee, was machst du da? Ah, jetzt kommt's. Das Wasser kommt. Nur, weil ich hab so lecker gewesen in der Show. Ja, oh, bekömmlich auch. Aber... Eine gewisse Spuckebildung im Mund. Ah, okay. Muss mal kurz weggucken, alle. Nee, ist gut. Entschuldigung. Oh. So haben sich die Navi auch gefühlt, ja? Als sie dann wieder gesehen haben, dass die bösen Sky People doch wieder da sind nach 13 Jahren. Reiß dich zusammen! Da mussten sie auch erstmal spucken. Reiß dich zusammen! Eigentlich, Daniel, weißt du was? Ich dir sage, du hättest einiges lernen können von dem zweiten Film. Also vom ersten sowieso schon. Was ist eigentlich die Hauptangewohnheit dieser Navi? Das sind Krieger, das sind Kämpfer, die kämpfen um jeden Zahn, um alles und vor allem um ihre wunderschöne Welt zu verteidigen. Ich würde gern mehr nach oben gucken, aber wir haben ziemlich viele Lampen hier aufgestellt. Ja. Und das Letzte, was ich gerade will, ist in die Sonne gucken. Ach ja, ja. Jetzt kommt ein bisschen die Übelkeit. Ich würde mich gerne hinlegen, aber ich mach's nicht. Nein, nein. Und Daniel, sag mal nochmal, was passiert eigentlich nach der einen Stunde? Dann kommt ja eigentlich erstmal das Wasser auf Pandora. Ja. Und hast du dich dann gefreut? Was ist dann passiert mit dir, als du das Wasser endlich erspäht hast? Ich hab gedacht, Mensch, die haben ja bestimmt lange daran gearbeitet. Wünschst du dir auch gerade, dass du dich im Wasser eigentlich aufhalten würdest? Würdest du dir einige Linderungen gerade beschaffen? Also, als ich im Kino saß und Avatar 2 gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ich hoffe, der dauert nicht mehr so lang. Das hat ja immer noch lange gedauert. Jetzt wäre ich froh, wenn ich im Kino sitzen würde. Dieser Kühle des Kinos. Ja. Dieses unbeschwerte, unbelastete, schmerzfreie. Ich sitze hier in Schmerzen. Das heißt, das Guckerlebnis von Avatar 2 ist schmerzfrei. Das können wir schon mal festhalten. Das ist doch schon mal ein guter Anhaltspunkt. Auch für unsere Zuhörer. Ich kann an nichts anderes denken als an Schmerzen. Und das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich noch eine Zunge habe. Weil die empfindlichste Stelle im menschlichen Körper scheint die Zunge zu sein. Ich würde jetzt auch vielleicht erstmal den Handschuh ausziehen, nur zur Sicherheit. Nicht, dass du dir noch aus Versehen irgendwie ins Gesicht fest. Oh, da ist aber schon einige Wasserbildung und Schweißbildung im Handschuh. Nach diesem wohlbekömmlichen Nacho. Ich stecke dir den Handschuh zurück. Oh, vielen Dank. Da denke ich, ich ziehe heute einmal meinen schönen Dekorhandschuh an und dann sowas. Nicht nur das, den Dekorhandschuh und die lang ersehnte Ferrari-Jacke, die schon Stoff von, also wortwörtlicher Stoff von Legenden ist. Daniel, wie geht's dir momentan? Die Sache ist die... Die nächsten Minuten werden darüber entscheiden, wie mein Magen aus dieser Sache rauskommt. Der Mund brennt und brennt immer weiter. Ich könnte es jetzt ertragen, aber ich weiß auch, ich könnte mir Linderung verschaffen mit diesen Hilfsmitteln, die zufälligerweise hier bereitstehen. Jetzt ist aber die Frage, und die sollten wir uns eigentlich immer stellen, Daniel, in jeder Lebenssituation, vor allem in diesen uns testenden Lebenssituationen. Was würde ein Navi tun? Meine Frage ist, kann das hier noch veröffentlicht werden oder muss das bei Patreon dann?
Es wird besser. Also wird schon besser. Es wird besser, aber es tut weh. Gönn dir doch mal einen Schluck von deiner Rapsöl-Hafermilch. Ich kann es mir gar nicht beschreiben. Boah. Aber jetzt mal ehrlich. Also, wenn du Luft reinziehst, wird es kurz besser, dann atmest du aus und es wird viel schlimmer. Beschreib mal bitte, sprich uns mal da durch. Du hast der voll bepackte, mit würziger Schärfe und würzigen Puder belegte Nacho berührt deine Zunge und deine Mundhöhle zum ersten Mal. Was passiert? Erst denkst du, es ist nicht so schlimm. Du denkst, es ist ein stark gewürzter, schon sehr scharfer Chip, aber ich habe ihn ja erstmal zerkaut. Ich habe ihn noch rumgekaut. Ich habe ja nicht sofort gesagt, aua, aua, heiß, heiß, heiß. Du bist ja auch keine Lusche. Und ich kenne ja, also ich habe ja erst vor 2 Tagen noch mal eine 500.000 Scoville-Soße pur mir einen ganzen Löffel gegeben mit einem Nacho-Chip verrührt, der aber auch eine leichte Schärfe hat und habe geguckt nur, wie komme ich darauf klar. Hat auch wehgetan, aber ging dann so nach 10 Minuten wieder okay. Hier bin ich noch skeptisch. Die Zunge ist quasi weg. Ich spüre meinen Mundinnenraum. Hast du momentan Schmerzen? Ja. Ist es nur ein Brennen oder sind es tatsächliche Schmerzen? Es sind tatsächlich so, mit was kann man es vergleichen? So ein Puckern, wie Zahnschmerzen. Das kommt in Wellen oder nicht? Nee, es ist ein ganz starkes Brennen. Ganz starkes Brennen. Es ist wirklich ein, du hast dich an was verbrannt brennen. Wo brennt es denn am meisten? Nur in der Mundhülle oder auch im Rachen? Rachen leicht. Rachen ist noch das am wenigsten Schmerzhafte. Mundhülle super krass. Vor allem, also auch der Gaumen gar nicht. Oben bis zur Lippe hin, Lippe auch, schrecklich. Aber ich merke jetzt doch, wie es besser wird. Aber wenn ich schlucke, schlimm, super schlimm. Ich glaube, am nahesten, es ist nicht dasselbe, aber am nahesten kommt dieses Grundgefühl, dass alles, was man macht, wehtut, bei einer ultra krassen Grippe. Oh Gottes Willen. Wenn du so völlig den Hals und den Rachen zerstört hast und egal, was du machst, egal, wie du atmest, egal, wie du dich bewegst, alles tut schmerzhaft weh. Daniel, was sagst du eigentlich? Du befindest dich zwar in einem Höllenfeuer. Es wird jetzt wirklich schlagartig besser. Oh, fantastisch, das freut mich. Tut immer noch stark weh. Aber wie findest du eigentlich unser Set? Unser Set, dazu haben wir noch gar nichts gesagt. Unser wunderschönes, pandorianisches Set. Wir haben da jahrelang dran gearbeitet. Keine Kosten und Mühen gescheut. Nur für unsere Zuhörer. Das ist ja nicht mehr gelogen. Nein. Die Greenskin steht ja schon fast ungenutzt seit Jahren. Immer für sowas hier bereitstehen. Ja, wir waren bereit. Beleuchtung schrittweise dazugekauft. Das letzte Puzzlestück erst vor einem Monat. Frei nach David Goggins, perform without purpose. Jetzt zieh es auch durch. Jetzt bin ich auf einem guten Weg. Das haben schon viele vor dir gesagt, Daniel. Das Problem ist echt das Atmen. Wenn ich jetzt den Moment, wo es kurz tatsächlich nicht mehr wehtut, halten könnte, ja, wäre alles super. Atme doch mal bitte für mich tief ein und wieder aus. Super. Und jetzt aus. Nö. Doch. Ich bleib so. Nee, doch. Jetzt ist der Lippen. Ja, doch. Nee, doch. Die Lippen ein bisschen, aber. Nö, jetzt. Oh. Aber der Brand, Alter, der zieht richtig. Der zieht. Das ist ein ziehender Schmerz. Oh, das ist nämlich. Oh. Vielleicht willst du noch dieses kleine letzte Stück da nochmal essen. Vielleicht noch um ein bisschen was nachzuschieben. Willst du nicht? Also, ich würde mal. Wir können ja noch zerkleinern. Ja, genau. Ich habe jetzt das Gefühl. Hinterer Bereich der Zunge tut noch stark weh. Vorne legt es sich langsam. Lippen brennen noch wie Sau. Als wenn ich Brennnesseln gelutscht und geküsst hätte. Aber es wird. Noch, was ein bisschen gruselig ist, die stellen dir nicht mehr so chronisch stark Schmerzen. Da schmeckst du auch nichts mehr. Taub. Covid-Syndrom. Wenn ich da vor allem mit der Zunge so drüber gehe, fühlen die sich echt an, wie als wenn das Brandwunden wären, die abgekühlt sind.
wie man ganz lange kaltes Wasser und Eiswürfel im Mund hatte, nachdem man sich schwer verbrannt hat, an einem zu heißen Marshmallow oder so. Aber jetzt im Nachhinein merkst du halt noch, okay, die nächsten Tage wird mir diese Stelle noch wehtun, die Flamme ist noch da, sie ist jetzt nur kalt. Ja. Haben wir die Verpackung noch irgendwo? Ja. Weil wir haben ja spekuliert, ob das der Original One Hot Chip Challenge Chip ist, den man so kennt von amerikanischen Formaten. Genau, das ist dieser Hot Chip Challenge. Die Sache ist ja immer, weil das ist Hot Chip EU. Es kann halt einfach nur eine andere Verpackung sein, aber es ist trotzdem quasi derselbe Chip, weil... Nach europäischen Richtlinien lizenziert. Wird, genau, hier einfach von woanders verschifft und in einer anderen Firma als Zwischenhändler verkauft. Aber nur mal, das kann man ja gegenprüfen. Ein Mais-Tortilla-Chip mit einem hohen Anteil von Carolina Reaper und Trinidad Moruga Scorpion Chili, die schärfsten Chilis auf der Welt. Hier steht jetzt nicht die Menge der einzelnen Bestandteile, aber die Warnung wird euch jetzt präsentiert in einer kleinen Videoeinblendung von diesem einen Jungen von Snapchat mit dem großen Mund. Bei der Handhabung mit dem Chip sollten Sie Schutzhandschuhe verwenden. Falls Sie nach dem Verzehr schwere, lange anhaltende Atembeschwerden haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Habt ihr schon mal Essen gekauft, wo hinten drauf stand? Wenn Sie das gegessen haben, suchen Sie mal schnell einen Arzt auf. Auch schön auf der Zunge, also gut zerkauen vor allem, ich glaube, das ist wichtig. Lecker, lecker. Aber ich vermute, dass es gar nicht mehr so scharf ist wie beim ersten Mal, weil die Dinger Zunge ja so taub ist. Ja. Der Drops ist verbrannt. Sowas von gelutscht. Ja. Warte mal. Ach komm, fast nichts raus. Naja, ein Versuch war es wert. Wobei, man muss, wie gesagt, ist keine ehrliche Schärfe. Die kommt richtig schön durch die Hintertür. Also war eben so. Aha. Ich glaube, ich bin immun. Ich glaube, ich bin immunisiert. Das ist halt wie eine Impfung so, ne? Einmal so ein Chip sich reingehämmert. Vielleicht kurze Reaktion des Schärfe-Immunsystems. Der Kaffeemann tut's. Er hat sich einen kleinen Krübel auf den... Wenn du jetzt sagst, es ist irgendwie ist doch nicht so krass, da liegst du da dann holst du dir immer schön die restlichen raus. Ja, ja, ja. Ich glaube, du hast zu wenig genommen. Hast du auch so schön mit Chip? Oh Gott. Oh Gott, nein, nein. Also, beschreibe es uns bitte sehr bildlich. Ich habe tatsächlich nur meinen Finger in die Puderreste dieses Tortillas getunkt. Und habe, du kannst es sehen, noch nicht mal meinen Finger abgeleckt und habe nur einige Partikel, einige Moleküle auf der Zunge verteilt. Ich bin deswegen froh, das gemacht zu haben. Nee, also das ist auch Quatsch, Daddy. Weil, also so eine Härteprüfung an Schärfe hatte ich bisher noch nicht. Und das war ja eigentlich immer aber mein Traum, ne? Warum lachst du so? Stirbst du gerade? Nein, also mir geht's okay. Aber du schmierst das gleich aus Versehen in die Augen, weil du den Handschuh nicht anhattest. Das sowieso. Du hast es vom Finger gegessen. Aber ich stelle mir gerade nur vor, also wie das sein muss, dieses Ding zu essen. Ja, ja. Weil ich, wie gesagt, ich habe momentan so kleine Nadeln oben und unten mir in den Gaumen gestochen. Also es ist vielleicht eine günstigere Betäubung beim Zahnarzt, anstatt das normale Narkosemittel zu nehmen. Ja. Meine Hände schwitzen etwas. Wer auch immer diese Sache fördern möchte, der sende uns doch das Hot Ones-Paket mit den Hot Ones. Oh ja. Das gibt's ja auch. Das ist das next big thing. Ich glaube, du hast heute wirklich vorgelegt. Ja. Also, aber von meiner eigenen Einschätzung muss ich jetzt auch sagen, weil ich hatte vorher auch Skepsis. Wir haben ja auch schon jetzt eine knappe Woche drüber geredet, über diese Aktion hier. Erst Skepsis und jetzt Sepsis. Und ich wusste ja auch nie... Ich wusste immer, selbst diese 500.000 Scoville-Soße, die ist ja noch bei weitem nicht das, was eigentlich immer als diese, wenn du so irgendwo so eine Currybude siehst, da steht dann 6 Millionen Scoville oder so. Und da ist ja dieser Chip jetzt in diesen Gefilden unterwegs. Und ich habe immer daran gezweifelt, dass ich dann da hingehe mit breiter Brust und dann da vom Krankenwagen abgeholt werden muss, weil ich mich überschätzt habe. Aber jetzt denke ich mir,
Ich bin Aushalter. Ja. Ich bin Verbraucher, Typ Verbraucher und Aushalter. Das war schon immer meine Stärke. Meine Stärke war nie Stärke, sondern Aushalten. Jetzt fährst du den Krankenwagen. Ja, stimmt. Und wer noch an der Filmkritik von Avatar The Way of Water interessiert ist, gibt's auf die letzte.website oder in den bekannten Podcast-Feeds und Streams und wo auch immer ihr uns sonst hört. Und wenn ihr noch nicht gehört habt, dann schuldet ihr mir das jetzt nach diesem Video. Ja, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. Genau. In diesem Sinne, yum, yum, yum. Ja, was man auch immer man sagt, wenn einem gerade im Munde abgefault ist. Ja, ich will raus. Ich muss hier gar nichts mehr sagen. Berufsbehinderung jetzt, ne? Als Podcaster, oder?